Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Channel. Und ihr seht gerade ein Pikachu, das wild im Zimmer umherläuft. Und das ist mega süß. Ach, wie geil, das erinnert mich voll an eine Katze oder an einen Hund. Das machen meine Haustiere nämlich auch andauernd. Pikachu wollte auf jeden Fall eben Fernsehen gucken. Jetzt hat er aber gerade zu viel Energie. Das habe ich auch schon in der Folge gestern gemerkt, eigentlich. Voll süß. Auf jeden Fall haben wir gestern den Garten entdeckt, auf jeden Fall. Und wir haben ein hübsches Bild gemalt, das wir auf den Namen Piclovinchu getauft haben, soweit ich weiß. Navikachu, wie findest du es? Ist super geworden, oder? Ja, 9 von 10 Punkten halt. Gut, und ich würde sagen, heute schauen wir uns dann die neuen Kanäle an. Wir haben nämlich neue bekommen. Und wir fangen an mit Pichus Bros Nummer 2. Ich bin wieder relativ ruhig dabei. Viel Spaß. Griffiths Zeichnungen haben unsere Freunde in die richtige Richtung geführt. Jetzt wird es Zeit für eine kleine Erkundungstour. Sieht aus, als wäre das eine alte, leere Lagerhalle. Aber vielleicht kann Teddy Ursas Nase mehr entdecken als wir. Die Pichu-Brüder erklären, dass Griffel sie geschickt hat. Ach, so ist das also. Die mondsichelförmigen Karten sind Einladungen zu Mauzis Party. Und diese Früchte sind reserviert für die eingeladenen Gäste. Du kommst hier nicht rein. Das ist aber nicht so nett. Blöde Türsteher. Hey, was habt ihr alle zu suchen? Wieso seid ihr jetzt nicht oben und macht alles bereit? Wir wollten doch den Song für die Party proben. So ein Pech. Keine Einladung, keine Party. Pikachu fiebert richtig mit. Das könnte die Lösung sein. Ist alles soweit fertig für die Superparty? Shiggy, 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 Shiggy. Was macht ihr da? Ein Lamus macht das ja schneller als ihr drei. Wir müssen unseren Song proben. Jetzt legt mein Zahn zu. Hör auf damit, du taube Nuss. Sonst fliegst du aus der Band. Was sag ich denn da? Ohne Dragosso hätte ich gar keinen Schlagzeuger. Ich hab's nicht so gemeint. Wir brauchen so einen Spitzendrummer wie dich in unserer Band. Du musst den Shiggy nicht helfen. Du kannst schon mal vorgehen und üben. Alles, was dich glücklich macht, macht auch mich glücklich. Hey, ich höre nämlich Miserable.
Das war's schon. Oh, nö. Oh, Gesundheit. Nein, Pikachu wird krank. Nein, Pikachu, du darfst nicht krank werden. Du darfst nicht krank werden. Der hat doch eben genießt, oder nicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir hätten ein Bild malen können. Das ist richtig. Egal, habe ich nicht gemacht. Gut, was ist noch neu? Wir haben zwei neue Kanäle, aber wir gucken erstmal bei Shopping-Kanal rein. Shopping mit Shiggy, nicht mit Dizzy. Shiggy, 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 Shiggy. Vielleicht kriegen wir heute unser unser Bus-Ticket. Das wäre ganz schön. Die Folge war eben aber auch ein bisschen kürzer, oder? Die Pichu-Folge. Als beim ersten Mal. Ich glaube, beim ersten Mal war die rund 6 Minuten lang oder so. Schon wieder nur ein Sammelkartenpack. Na, Pikachu, willst du die haben? Ich glaube, wir werden sowieso nicht alle Sammelkarten bekommen. Von daher. Aber die kosten immer nur 10, ne? Ein Mirapla! Shiggy, Shiggy, Shiggy. 20? Das ist aber teurer geworden. Ne, Pikachu. Sorry. Okay. Eine Mirapla-Puppe! Wenn die jetzt nochmal Mirapla befragen, dann ist das aber ganz schön dreist. Dann glaube ich, die ist eingekauft. Aber wir konnten schon die Lapras-Puppe nicht kaufen. Also müssten wir uns eigentlich... Als ob... Die befragen zweimal Mirapla. Die ist auch eingekauft. 23. Okay. Pikachu steht da voll drauf. Kaufen wir. Yes. Nur für dich. Ein Voltoball-TV. Willst du den haben? Aber der ist bestimmt richtig teuer. Ein Fernseher? Ein neuer Fernseher ist teuer. Aber das ist ja schon fast ein Flachbildschirm, ne? Na, Pikachu? Willst du so einen geilen Fernseher haben? Aber ich glaube... ich glaube, das Bild ist da ein bisschen kleiner. Der kostet bestimmt über 100... Ja. Den willst du haben, Pikachu? Den willst du haben? Pikachu glaubt auch, dass es ein gutes... Wir haben so viel Geld... Boah, Pikachu, du machst mich echt arm. Ach du Kacke. Wo sieht man denn, wie viele Poker-Dollar man hat? Kann ich das irgendwo sehen? Das kann ich doch bestimmt hier irgendwo sehen, oder? 57 Poker-Dollar haben wir noch. Oh, jetzt seht ihr, welcher Tag angeblich ist, obwohl das gar nicht stimmt. Oh Gott, oh Gott. Na gut. Pikachu hat eine Melodie gelernt. Farbigel. Farbigel, Biegel, Farbigel. Darüber in der Welt der bildenden Kunst. Natürlich gucken wir uns die Kunstkritik an. Geil, unser Bild wird kritisiert. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sehen wir ja dann. Der gibt bestimmt auch 9 von 10 Punkten. Also wenn nicht, dann wäre ich aber enttäuscht. Hä? Ach so, das war nur Werbung. Alles klar, gucken wir natürlich. Den Kunstkanal. Farbigelst. Kunstkritik. Geil. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Das erinnert mich gerade an Art Attack so ein bisschen. Guck mal, da hängt unser Bild. Wo er das nur her hat, obwohl das Original bei uns steht. Farbigel. Farbigel. Guten Abend, ich bin Farbigel. 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 Künstler Dizzy mit Pikluvinschus. Ja, richtig, Pikachu, das ist unser Bild. Unser Bild. Pikachu möchte mehr Bilder von Dizzy sehen. Nachdenklich, stimmend, reizend. Die visuelle Natur ist bemerkenswert durch seinen Sinn für Freude. Das Werk besitzt Heiterkeit im Überfluss. Und dabei hierhin sehen. Ein Geniestreich. Die Verwendung der Blub ist geradezu verschwenderisch. Wäre das Werk ein Menü im Restaurant, würde ich ihm 5 Sterne verleihen. Sag ich ja, ein Kunstwerk. Bis zur nächsten Sendung. Auf Wiedersehen. Ja, Pikachu, und weißt du, wo dieses Bild hängt? Bei uns im Wohnzimmer. Geil, oder? Oh.
Pikachu singt damit. Wie geil. Fleckmons Wettervorhersage. Möchtest du auch sehen? Okay, alles klar. Dann gucken wir auch noch die Wettervorhersage. Das kann ja was werden. Live vom Kleeblatthain. Temperatur 17 Grad. Oh, wäre das schön, wenn es hier auch 17 Grad wäre. Hier ist es jeden Tag einfach nur eisig. Okay, Fleckmon schläft. Oh Gott. Fleckmon. Alle warten gespannt auf die Wettervorhersage. Ja, okay. Kannst dann mal losgehen? Fleckmon, hallo. Wie wird denn jetzt das Wetter? Ich glaube, Fleckmon hat seinen Job nicht so ganz verstanden. Sonnig wird's! Okay, cool. Cool, cool. Es klart auf. Hä? Ist das einfach voll das Orakel oder was? Meteorologe Fleckmon. Das war's schon. Mega süß. Ja, nee. Nochmal müssen wir das nicht gucken, oder? Okay, Pikachu, als letztes machen wir noch einmal den Quizkanal. Auch wenn du den nicht so magst, aber da kriegt man gut Pokédollar, würde ich mal sagen. Und da könnt ihr jetzt auch wieder mitraten. Und ihr könnt mir mal sagen, ob ihr da gut drin seid oder eher nicht so. Ich bin da ja eher nicht so gut drin. Obwohl ich in den Zuschauerfragen bisher immer richtig lag, gell? Sollte jetzt aber eine neue... Oh, einen Divi. Eine neue Folge sein. Kanimani ist auch richtig cool. Okay, die sind alle cool. Die Kandidaten mag ich alle. Silhouettenquiz. Das ist ein Mankey. Nein, ein Farbigel. Natürlich ist es ein Farbigel. Sieht man hier oben auch. Da ist ein Farbigel. Ja, Pikachu, das ist ein Farbigel. Das hast du gut erkannt. Ein Donphan? Was ist denn ein Donphan? Ich wüsste nicht mal, was ein Donphan ist. Ja, Pikachu, du hattest recht. Hast du gut gemacht. Mann, 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 Kanimani, der trollt doch auch nur. Das hatten wir letztes Mal schon. Das ist dieses Octillery. Oder? Das war, glaube ich, eine... Gesundheit! Gesundheit! Ich musste streicheln! Streicheln, 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 streicheln. Ja, wir waren einmal draußen und Pikachu ist gleich krank. Mann, 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 Mann. Ein Octillery. Richtig! Gut gemacht, dann Divi. Klingt für mich zwar immer noch nicht wie eine Artillerie, aber habe ich ja jetzt beim letzten Mal gelernt gehabt. Was versteckt sich da? Ja, dieser Platscher-Typi. Wie heißt denn der? Carpador. Ein Carpador. Das war jetzt nicht so schwer. Na, Pikachu, weißt du es auch? Dein Lieblingsessen, dein Lieblings-Pokémon-Fisch, was auch immer. Oh, schon wieder Endivir. Oh, Endivir gewinnt, glaube ich, das Quiz. Carpador ist richtig. Carpador, Carpador. Der einfach nur Platscher kann. Und sich dann irgendwann zu einem Garados entwickelt. Was einfach viel zu stark ist eigentlich. Oh, ich darf mitspielen. Das ist ein Corazon. Heißt das so? Corazon heißt das, ne? Nicht Corazonne. Oh Gott, ich hoffe, Corazon war richtig. Ha! Das kannte ich nämlich tatsächlich noch aus der Serie. Ich habe allerdings nicht so schnell geantwortet, weil sonst hätte ich 100 Pokédollar bekommen. Man kriegt entweder 100, 50 oder ich glaube 20 Pokédollar. Das ist das, was ein Fleckmon hinten in den Schwanz beißen muss, damit er sich entwickelt. Ich weiß allerdings den Namen davon nicht. Nee, Perlu ist falsch. Obwohl, nee, die doch kann richtig sein.
Perlu, ja, doch. Ne, Mushas heißt das genau. Was war denn nochmal ein Perlu? Kanimani trollt auf jeden Fall, du. Ach man, Pikachu, nicht krank werden. Ein Macholo. Also einige? Da fühlt man sich echt verarscht. Wenn Kanimani das jetzt nicht weiß. Okay, immerhin. Beim dritten Versuch hat es dann auch mal was richtig. Diesmal ist Pikachu aber gut dabei. Macht sogar mit und findet das nicht so ganz langweilig. Was versteckt sich da? Ein Sternu. Ne, ein Starmie. Starmie heißt es, glaube ich, ne? Sternu ist die Vorentwicklung. Starmie, genau. Jo. Hätte ich auch gesagt. Oh, ganz schön knapp hier. Ne, kein Sieger. Aber es gibt noch eine Zuschauerfrage. Oh ne, was ruft er? Bitte? Müsste ein Raichu sein. Weil die anderen gibt es, glaube ich, gar nicht. Raichu macht so ein komisches Geräusch. Ah, wir haben sogar relativ schnell geantwortet. Deswegen haben wir 100 Poké-Dollar bekommen. Okay. Tschüss. Alles klar. Alles klar. So, dann haben wir hier, glaube ich, alles durch, oder? Wir können uns nochmal die Nachrichten angucken. Habe ich aber ehrlich gesagt gerade keine Lust zu, aber machen wir trotzdem. Wir gucken nochmal Nachrichten. Vielleicht ist da was Interessantes dabei. Wir müssen ja auf dem neuesten Stand bleiben. Hoffentlich schläft Anton heute nicht wieder ein. Anton? Anton? Schon wieder im Wald? Mit wem denn heute? Oh, es regnet. Ich bin hier mitten im Geschehen. Wer hier das Sagen hat, fragst du. Frag nicht, wir können keinen Kampf gebrauchen. Okay, tolle Owei-Berichterstattung. Danke, Bautzi. Das war toll. Blubella gegen Cosilla? Warwick mit Cosilla hat die höchsten Einschaltquoten. Keine Sendung ist beliebter. Aus zuverlässiger Quelle wissen wir, dass auch Blubella diese Sendung liebt, auch wenn es das abstreitet. Es ist überzeugt, besser tanzen zu können als Cosilla. Blubella will sich nun in einen Tanzwettbewerb mit Cosilla messen. So soll entschieden werden, wer das bessere Tanzbein schwingt. Die knisternde Qualität von Voltilams Wolle. Voltilam ist bekannt für seine flauschige Wolle. Die Wolle lädt sich statisch auf. Hat sie sich vollständig aufgeladen, so können Unfälle passieren. Gestern landete ein Schwalbini auf einen aufgeladenen Voltilam. Es bekam einen Schlag und fiel vom Schreck zum Boden. Zum Glück war der Boden weiß, sodass es sich nicht verletzte. Ha. Okay, gute Nachrichten, gute Nachrichten. Also in der Pokémon-Welt passiert anscheinend ganz schön krasses Zeug. Ich meine, wenn man einfach einen Elektroschock bekommt, wenn du dich auf ein anderes Pokémon draufsetzt. Pika, Pika, Pika. Oh, das kann er schon richtig gut. Das machst du echt toll. Hier, dafür wirst du gestreichelt. 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 Nein, okay. So, Fernsehen aus. Wollen wir nochmal raus, Pikachu? An die frische Luft? Komm, wir gehen einmal raus. Vielleicht gibt es da ja neue Pokémon. Ich hoffe, es regnet nicht. Aber Pikachu freut sich wenigstens heute, dass es wieder raus darf. So, wen haben wir denn heute? Dicktrin schon wieder, den hatten wir auch letztes Mal. Und einen, jetzt weiß ich endlich mal, wie der heißt. Wie war dein Name? Ledüber? Ledüber? Okay, da wäre ich niemals drauf gekommen. Ledüber nutzt ein Sekret, um anderen mitzuteilen, wo es sich befindet. Wo wird dieses abgesondert? Oha. Das ist eine gute Frage. Ledüber oder Ledüber?
Ja, wüsstet ihr das? Ich würde jetzt sagen, aus den Flügeln. Na, ob das richtig ist? Nee. Bestimmt aus den Füßen. Aus dem Mund glaube ich nicht. Will ich aber auch ehrlich gesagt gar nicht mehr. Oh Mann, Pikachu hier, ich muss dich wieder streicheln. Du bist ja ganz benommen. Hör mal auf, mich immer anzuspringen. Egal, ist hier schon etwas gewachsen. Komm, wir schauen mal, Pikachu. Ja, geht. Dann gieß die mal nochmal. Jeden Tag ein bisschen gießen und dann wachsen die. Na komm, gieß. Sehr gut. Die andere auch noch. Die andere auch noch. Sehr gut. Und dann können wir hier morgen wieder reinschauen. So, gut, Pikachu. Dann wären wir eigentlich für heute fertig, oder? Und damit du dann noch gut schlafen kannst, machen wir noch einmal deine Lieblingssendung an. Und zwar Aerobic mit Godzilla. Nochmal kurz auspowern und dann kannst du gut schlafen. Strecken und Beugen, wenn ich das schon höre. Oh, da hätte ich ja gar keine Lust zu. Aber Pikachu macht Spaß. Aber Pikachu ist engagiert dabei. Training mit dem süßen Godzilla. Oh, da bin ich mal gespannt, ob er das heute macht. Letztes Mal war ihm das ja zu anstrengend. Anscheinend immer noch. Pikachu, willst du... Guck da nicht... Hallo, Pikachu, guck da nicht so hin. Achso, du hast nur gelernt. Alles klar. Pikachu hat nur so genau hingeguckt, um zu lernen. Voll trendy, diese Godzilla. Also, hübsch finde ich sie jetzt aber nicht. Und süß auch nicht. Keine Ahnung, Godzilla. Das konntest du auch schon mal besser, Pikachu. Alles klar. Nee, dann war's das aber heute. Wir geben noch kurz unseren Report ab, Pikachu. Und... oh, was für ein großartiger Report. Mit diesem Report sollte es uns leicht fallen, neue Programme auf Sendung zu bringen. Die neuen Programme werden morgen ab 5 Uhr früh ausgestrahlt. Ich hoffe, du freust dich drauf. Die heutigen Reporte sind allein gegangen. Nun freue dich auf einige neue Programme. Alles klar. Okay, ich speichere deinen Report. Dann geht's also morgen weiter. Morgen ab 5 Uhr. Ich hoffe, ich denke dran. Ich stehe extra um 5 Uhr auf. Extra, um die neuen Kanäle zu sehen. Nee. Gut, haben wir ja heute wieder eine Menge geschafft. Wir haben die Pichu Bros Nummer 2 geguckt. Wir haben ein paar Sammelkarten. Wir haben geshoppt. Wir haben eigentlich alles so gesehen. Haben ein paar neue Kanäle dazu bekommen. Das ist doch alles toll. Die Zeit geht aber irgendwie immer viel zu schnell vorbei. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.